Ich werde alle bei der nächsten Talentshow am Kapiteltag aus den Socken hauen. Aha, nett. Hey, da kommt das neue Mädchen, Michelle. Ich habe gehört, sie sei schüchtern. Fragen wir sie, ob sie bei uns sitzen will. Hey, Michelle. Hierher. Hi, Michelle. Es freut mich sehr. Willst du meinen fantastischen Talentshow-Trick sehen? Ich muss gehen. Sofort. Extrem schnell. Hey, Michelle. Wir dachten, wir hätten dich vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt. Darum haben wir dir die Blume für dein Zimmer mitgebracht. Das ist ein Drachenmäulchen. Vielen Dank. Ich bin noch nie jemand so Schüchternem begegnet. Es liegt bestimmt an meinem Hut. Sie findet meinen Hut nicht gut. Michelle ist eine Meerjungfrau. Oh, hey! Tut mir leid wegen vorhin. Meine Beine verwandeln sich in Flossen, wenn ich Wasser berühre, und ich bin nicht sehr selbstsicher, wenn ich unter Leuten an Land bin. Ich wusste es! Wie kann man meinen Hut auch nicht mögen? Michelle, deine Stimme ist so zauberhaft. Du solltest unbedingt bei der Talentshow singen. Was, vor allen Leuten? Auf Beinen? Nein, das geht nicht. Alle Schüler würden ihre Krönchen richten, wenn sie dich singen hören würden. Es tut mir leid, aber ich kann das nicht, wenn ich nicht im Wasser bin. Ich habe eine Idee. Tür an Tür unsere Zeit genießen wir an der Ever After High. Alles probieren, gewinnen und verlieren, ja so sind wir gern hier an der Ever. Eine Weile dauern, wie das mit einer Zugabe von Michelle, während wir warten. Verlieb dich ins Leben. Sieht so aus, als wäre die Ever After High in einem Sturm versunken. Und eine neue Schülerin, eine neue alte Schülerin, kehrt an die Schule zurück. Ich habe gehört, sie hat richtige Wolfsklauen. Ich habe gehört, sie heult den Mond an. Arme Cerise, es ist ihr Schicksal, verfeindet zu sein. Was ist denn hier so aufregend? Ich. Es ist Ramona Bedwolf! Hallo, Cerise. Ich dachte schon, es riecht hier so nach nassem Hund. Ach bitte, Hood. Du bist eben wie immer zu gar nichts zu gebrauchen. Was hat diese Trödelei zu bedeuten? Geh schon weiter oder ich stupse oder schubse oder puste dich in deine Klasse! Also, ihr Mädchen braucht wirklich ab und an... Spar dir das, Dad. Miss Hood, stimmen die Gerüchte, dass es deine Schuld ist, dass Ramona Bedwolf in die Schule im dunklen Wald geschickt wurde? Was, ich? Kein Kommentar. Ramona, sofort zum Schulleiter. Wir beide sehen uns nach der Schule. Ihr habt's ja gehört. Kommt und seht euch den Hut gegen Bedwolf-Kampf nach der Schule an. Das ist doch lächerlich. Dabei können wir unsere Probleme doch selbst lösen. Einverstanden. Also, nimmst du meine Herausforderung an? Na schön, bereinigen wir das sofort. Ich sagte, es gibt keine Kämpfe im Schulflur. Beide sofort in meinen Klassenraum. Na los! Dad! Sie hat angefangen! Gar nicht, Dad. Cerise geht mit ihrer Rotkäppchen-Geschichte zu weit. Mein tiefstes Geheimnis. Sieh mich an, ich bin eine Hood. Ich mach das nicht für mich, du bist ja so gemein. Jetzt hört auf damit. Ihr wisst doch beide, wie es ist. Ja, wenn die anderen wüssten, dass der böse Wolf Rotkäppchen geheiratet hat, würden sich ihnen die Kronen umdrehen. Ja, das ist richtig. Und bis zu eurem Schulabschluss muss unsere Familie dieses Geheimnis auch bewahren. Und jetzt zeigt euren Zuschauern mal, was ein richtiger Kampf ist. Bist du bereit, Schwester? Oh, yeah.
Im Winterpalast, auf dem Gipfel der Welt. Dorthin waren Applewhite und Madeline unterwegs, um alles über den Winter zu lernen. Für ihr Referat über die Jahreszeiten. Maddie, was haben wir für das Referat alles aufgeschrieben? Im Winter ist es kalt. Als Aislinn Ella erfuhr, dass Apple und Maddie den Winter erforschen wollten, bestand sie darauf, dass sie einen Ausflug zu ihrer alten Freundin aus der Zaubergrundschule machen. Crystal Winter. Apple, Maddie, ihr seid hier. Und ihr friert. Wow. Oh, ihr zwei seht frostig fabelhaft aus. Kommt, ich zeig euch, wie wir den Winter machen. Seit immer und ewig sind meine Familie und die getreuen Untertanen des Königreichs dafür verantwortlich, den Winter ins Land zu bringen. Jede Schneeflocke wird gründlich geprüft, damit auch wirklich jeder einzelne einzigartig ist. Jackie Frost und Northwind kümmern sich um die Inventur. Das macht so unglaublich viel Zauberspaß. Spaß? Hattest du nicht gesagt, Inventursaal? Und das ist der Weg zum Thronsaal. Als du sagtest, dass dir der Job Spaß macht, war das nicht sarkastisch gemeint? Aber Hextrem, nein, wir lieben den total. Es gibt Zahlen plus die Schneeflocken, da kann nichts schief gehen. Sag, willst du es etwa selbst versuchen oder wie? Dürfte ich das wirklich? Hervorragend! Mal sehen. Eins. Eins nach eins. Eins und zwei. Teezeit! Entschuldigung, wenn ich den Hebel schiebe, wird's dann langsamer. Ich sag's dir, Jackie, du bist echt eiskalt. Es ist zauberhaft, dass wir dich kennenlernen, Miss White. Wir sind beide große Bewunderer deiner Mutter. Ich danke euch, eure Majestäten. Großartig! Jetzt kann ich nochmal von vorn anfangen. Eins nach eins, eins und zwei. Justin Dancer. Die jüngste von 12 Schwestern, die alle die Ever After High besuchten. Und die immer noch nicht weiß, welches Schicksal ihr bestimmt ist. Glücklich bis ans Lebensende für Justine. Ich bin fertig. Ich bin richtig früh schlafen gegangen, aber ich hatte einen so wahnsinnig zauberhaften Traum. Ich hatte darin mein eigenes Ballettstudio und war gerade dabei, ein paar meiner Lieblingschoreos zu tanzen. Schluss mit der Quatscherei. Es wird getanzt. Auf geht's, meine Damen. Tanzschuhe an. Meine Schuhe. Völlig ruiniert. Wer war das? Wie schrecklich. Dieses Rätsel wirst du bitte nach meinem Unterricht lösen, Miss Dancer. Erste Position. Das ist das absolute Spitzenmodell aus dem gläsernen Schuh. Kein Schuhdieb kann dieser Schönheit widerstehen. Wenn ein Dieb diesen Strahl kreuzt, geht er sofort in die Falle und die Kameras zeichnen das Verbrechen auf. Völlig sicher. Zeitverschwendung. Verlass dich niemals auf Technik. Drück auf diesen Knopf, zieh an dieser Strippe. Funktioniert nicht. Ich wette, die Schuhe werden ganz bestimmt geklaut. Seit wann bist du denn eine Schuhdiebstahl-Expertin? Oh ja, immer auf den bösen Wolf. Entspann dich. Du und ich haben doch nicht den gleichen Geschmack. Sie nicht auf. Wen nicht aufwecken? Was geht denn hier vor sich? Justin Dancer! Dann war ich es also wirklich selbst? Aber wieso? Das ist zauberhaft. Deine Schwestern haben genau das Gleiche erlebt. Meinen herzlichen Glückwunsch. Du bist die 12. tanzende Prinzessin. Du musstest dein Schicksal selbst erkennen, aber nun kennst du es genau. Und kannst endlich lernen, mit deinen Kräften umzugehen. Mit der Gabe des unendlichen Tanzes. Wow. Ja, ja. Tut mir
leid, dass ich dich verdächtigt habe, Ramona. Und ich bin euch so dankbar, dass ihr mir geholfen habt, mein Schicksal zu erkennen. Zeit für eine Frühstückspause im Aufenthaltsraum der Ever After High. Zeit für letzte Hausaufgaben oder mit Freunden abzuhängen. Nicht alle auf einmal! Denkt daran, meine Kräfte funktionieren immer nur bis 12 Uhr mittags. Wünscht mit Bedacht. Ich wünsche mir wieder prinzig auszusehen. Farah, mein Vulkan funktioniert nicht. Leute, Farah braucht auch mal eine Pause. Danke, Ashlyn. Es ist nicht leicht, die zukünftige gute Fee zu sein. Aber ich liebe es, Wünsche zu erfüllen. Aber wenn du so gerne Wünsche erfüllst, was macht dich dann so traurig? Solange ich denken kann, habe ich noch nie selbst ein schönes Kleid bekommen und bin auf keinem Ball gewesen oder habe mit Prinzen getanzt. An manchen Tagen wünsche ich, ich könnte mir meine eigenen Wünsche auch erfüllen. Aber ich kann es nicht. Oh, das ist trauriger als eine Teekanne ohne Tee. Ich wünschte, Farahs Wünsche würden sich auch erfüllen. Maddie, du bist wirklich brillant. Ja! Moment, wieso? Farah hat jetzt Prinzessologieunterricht und ich habe einen Plan. Farah, das ist ein echter Wunschnotfall. Ich brauche Kreppbänder für mein Referat. Danke. Farah, wir brauchen ein Dutzend Cupcakes für klassisches Kochen. Oh. Dankeschön. Ich habe mir noch nie was gewünscht. Hättest du was dagegen? Für meine allerbeste Märchenfreundin tue ich alles. Ich wünsche mir das allerschönste glitzernde Prinzessinnenballkleid der Welt. Für dich. Für mich? Wieso denn? Das ist mein großer Wunsch. Oh, wie schön. Aber ich verstehe das nicht. Würdest du mit mir tanzen? Überaus charmant. Oh, Ashlyn, mein größter Wunsch ist wahr geworden. Vielen, vielen Dank. Wenn es nur nicht bald schon 12 Uhr Mittag schlagen würde. Nun, na dann wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass die letzte Stunde sich wiederholt. Sofort! Lust auf einen fabelhaft fantastischen Nachmittag an der frischen Luft. Wow, ich freue mich auch extrem auf Hunters Party, aber findet ihr nicht, dass ihr etwas zu schick seid fürs Sommerfest unter freiem Himmel? Ich wollte gern zu Hunters Party, aber heute ist auch Fables Ball. Fables Feier ist heute? So steht es zumindest auf der Einladungskarte. Komm und feiere die zauberhafte Fable auf dieser magischen Feier. Erscheinen ist Pflicht. Wenn du nicht kommst, verhänge ich einen Fluch über das dich. Das klingt fair. Ich freue mich schon auf Hunters Party seit immer und ewig. Ach, ich wünschte, es gäbe eine Lösung, um auf beide Partys zu gehen. Willkommen. Seht euch einen Moment um und sucht euch eure Namenskärtchen. Auf euren Stühlen liegt eine Liste mit fröhlichen Fable-Fakten und Themen, um ins Gespräch zu kommen. Über mich. Danke für die Einladung, Fable. Das ist wirklich besonders. Oh, das habe ich völlig vergessen. Wir hatten Cupcakes. Cupcakes? Wir haben welche gebacken. Ja, Fable-Cupcakes. Mit Bildern von Fable. Von dir also. Macht euch keine Gedanken, wir haben ausreichend zu essen da. Nein, ich komme gleich wieder. Wir gehen tatsächlich auf beide Partys. Wären wir noch schlauer, bräuchten wir größere Kronen. Ashlyn, ich dachte schon, ihr schafft es nicht mehr. Hallo Mädels. Wo seid ihr Mädels? Ihr werdet die Fable-Dia-Show verpassen. Wo wart ihr? Wo sind die Cupcakes? Aufgegessen. Wir backen besser mal noch ein paar mehr. Wo seid ihr, Mädels? Was habt ihr denn da an? Wartet mal. Ihr habt euch weggeschlichen und wart auf der anderen Party. Ich verhänge sowas von einem Fluch über euch. Hey, wusstest du, dass sie ein Karussell auf der anderen Party haben? Juhu!
zwei mach eine Party. Wow, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was wir anziehen sollen. Hallo alle zusammen, Mr. Rattenfänger, Sir. Ich habe dieses Zauberlied komponiert, damit Pesky hier uns die Walnüsse sortiert. Lass das! Ein zauberhafter erster Versuch einer melodischen Manipulation. Wer ist der Nächste? Was ist mit dir, Melody? Klare Sache, Dad. Mein Song wird den kleinen Mausiestro durch das Labyrinth zum Käse leiten. Jetzt gibt es ein paar Beats dazu. Ein Mischpult? Damit kannst du die Maus nicht kontrollieren. Dad, ich kann das mit dem Mischpult. Verflucht! Ich dachte wirklich, es würde klappen. Hä? Ich muss immer zu tanzen! Voll extrem! Wir tanzen nach Melodies Musik! Was hat das zu bedeuten? Wow! Wow! Was geht denn hier nur ab? Auch nicht. Die ganze Schule muss tanzen und das ist ganz allein meine Schuld. Melody, wie hört man auf? Bring alle dazu, synchron zu tanzen. Hey Raven, ich finde, die Beats brauchen ein bisschen mehr Bass. Extrem genial. Jetzt hört zu, DJ Piper hext mega Moves für euch. Sehr gut. Und nun folgt mir. Haltet eure Kronen fest, denn DJ Piper wird jetzt ein wenig Magie ins Spiel bringen. Hier habe ich etwas für die Rebels da draußen. Melody, du hast es geschafft! Extrem cool, wir tanzen synchron. Der Fluch ist wirklich gebrochen. Das war hutvorragend. Spiel's nochmal, DJ Melody. Gib uns mehr Beats, Melody. Gut gespielt, Melody. Dafür gibt es eine 1 plus. La-ti-da. Tee und Kekse. Nina Sambe, ich bin fast über dich gestolpert. Ach Quatsch, nicht wirklich. Wir können noch eine Menge lernen von der kleinen Welt unter unseren Füßen. Lernen? Wir machen besser Hoppla-Hopp, sonst verpassen wir den Feenausflug. Oh, bei allen Tulpen. Ich liebe Ausflüge. Nur noch schnell wachsen. Was gibt es denn? Der Ausflug wurde abgesagt. Und ich habe mich schon so gefreut, neue Orte zu entdecken. Ich wünschte, ihr könntet euch klein schrumpfen und die Schule mit meinen Augen sehen. Sieht aus, als würden wir heute doch einen Ausflug machen. Raven hat ein magisches Amulett ihrer Mutter, das jeden klein schrumpft, der den Juwel berührt. Ja! Es hat wirklich geklappt. Kommt schon, folgt mir. Jetzt zeige ich euch meine Ever After High. Wie können wir denn jetzt wieder groß werden? Wir berühren nochmal den Juwel. Ups. Aber wie kommen wir denn jetzt bloß daran? Kein Problem, Mädels. Ich kann klein oder groß sein, wann immer ich will. Oh ja, natürlich. Als ich groß war, habe ich den Juwel auch berührt. Also kann ich jetzt nur noch viel kleiner werden. Für ihn dabei. Die mag er gern. Okay, Rascal, hol das Amulett.
Dieses Amulett ist unberechenbar. Ich schmeiß es weg. Das ist aber hübsch. Sehen Sie es da oben? Wow. Hallo, ihr Böhnchen. Keine Sorge, Freunde. Jillian bekommt das hin. Und jetzt ans Eingemachte. Wow. Hat sie denn überhaupt keine Angst, aus dieser Schwindelhöhe runterzufallen? Die absolute Bestzeit. Ein neuer Rekord, Jillian. Tiny, gibst du das bitte deinem Onkel? Und sag ihm Danke fürs Leihen. Hi, Humphrey. Oh. Alles, okay? Jillian, du musst mir das unbedingt beibringen, so mutig zu sein. Das kann man niemandem beibringen. Bitte, ich gebe dir auch diese 5 Bohnen. Magische Bohnen? Nö. Normale Bohnen. Gut genug. Na dann los. Oh. Oh. Du schaffst es. Komm schon. Ich bin schon ziemlich hoch, oder? Ich glaube, das wird länger dauern, als ich dachte. Ich habe Höhenangst. Ich habe einfach zu viel Angst. Vielleicht ist irgendwo hochzuklettern nicht dein Ding, Humphrey. Das bedeutet nicht, dass du nicht mutig bist. Aber vielleicht eher am Boden. Einfach nicht dran denken. Tu es oder lass es. Tu es. Bei meiner Krone! Klettert Humphrey Dumpty etwa die Bohnenranke hoch? Oh nein, er ist in Schwierigkeiten. Ich werde es nach oben schaffen. Ich werde es nach oben schaffen. Oh. Spring hier rüber! Nein, das kann ich doch nicht. Ich kann es einfach nicht. Ah, Humphrey, hilf mir! Jillian! Humphrey, du konntest es. Weil du mir helfen wolltest, konntest du es. Siehst du, wie mutig du bist? Du hast doch einen Fallschirm? Ja! They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.